Weihnachten und wir hoffen, ihr habt schon alle Geschenke beisammen. Und wir zeigen euch heute, wie man Geschenke so richtig cool verpacken kann. Viel Spaß! So sieht ein Geschenk ja schon ziemlich langweilig aus. Mit vier Füßchen und ein bisschen Malerei kann man dem Gegenüber schnell ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Für diese Schleife braucht man folgende Formen. Zusammenfalten, kleben, aufeinanderkleben. Und das kleine Bändchen drumherum binden. Fertig! Eine Sekt- oder Weinflasche kann man auch super aufpeppen. Einfach doppelseitiges Klebeband drumherum und die Ruschis aufkleben. Aus Papier ein paar Stängel ausschneiden. Schleife drum. Und unsere Ananas ist fertig. Wenn ihr nur ein paar langweilige weiße Karten habt, braucht man nur ein paar bunte Klebebänder. Zurechtschneiden und auf die Karte kleben. Noch ein bisschen bemalen. Und man bekommt schöne, selbstgemachte, persönliche Karten. Eure Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Für coole Briefumschläge schneidet ihr einfach ein Herz aus Geschenkpapier aus. Das könnt ihr dann umdrehen und nun klappt ihr die Seiten des Herzes ein. Die Spitze einmal nach oben drehen und unten wieder alles hochklappen. Jetzt braucht ihr euren Umschlag nur noch schließen und tada! Euer Umschlag ist fertig. Ihr könnt auch kleine Umschläge basteln und da drin zum Beispiel eine Kette verschenken. So macht das Verpacken richtig viel Spaß. Ja, wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß und konntet ein paar Ideen sammeln. Also die Idee mit der Ananas finden wir wirklich, wirklich super. Ich glaube, jeder bringt ja schon mal so ein Säckchen mit oder Wein. Und es ist auf jeden Fall eine tolle Art, das so ein bisschen zu verschönern. Und ist auf jeden Fall ein echter Hingucker. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen dritten Advent und bis zum nächsten Mal. Tschüss!